Na, klappt's mit der Übertragung? Nicht, dass es wieder irgendwie Probleme gibt. Wegen dem Download. Hallo Leute. Beäuge gerade ganz misstrauisch die Kilobyte-Anzeige von OBS. Sie blinkt gerade lustig in verschiedenen Farben. Manchmal grün, manchmal orange, manchmal rot. Aber ich hoffe, die Übertragung klappt soweit. Ich wollte auf jeden Fall schon mal Hallo sagen. Schönen guten Abend an alle, auch dann in der Aufzeichnung. Wir spielen heute Abend Pokémon Schild. Ich habe es mir jetzt eben doch noch geholt. Hallo Timo, schönen guten Abend. Ich bin ausgerastet, ja, genau. Das hatte ich zumindest auch auf dem Server und bei Twitter geschrieben. Ich bin so ein bisschen dezent im Pokémon-Fieber. Ich habe mir Pokémon-Schild geholt und tatsächlich auch noch Pokémon Mystery Dungeon DX. Da hatte ich die Demo nämlich durch und das ist so ein chilliges Spiel, vor allen Dingen auch morgens vor der Arbeit habe ich, habe ja jetzt eine Morgenroutine und da ist das auch eingebaut, dass ich dann 20 Minuten Pokémon zocke. Ja. Ja, so ist das. Hallo Chat. Dankeschön. Prost. 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 Ja. Auf einen richtig schönen, entspannten Abend, würde ich sagen. So, ich gehe mal rüber, ne? Genau, geh mal rüber. Ich danke dir. Ciao. Demnächst upgrade your morning with Mutter 90. Jawohl. So sieht es nämlich aus. Und es ist nämlich auch witzig, dass du das sagst, weil ich tatsächlich ja schon so ein bisschen brainstorme für meinen ersten Blogbeitrag. Ich wollte ja eigentlich schon längere Zeit bloggen und wusste noch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. So langsam kriege ich eine Idee. Es könnte tatsächlich sein, dass die Routinen da sogar Erwähnung finden werden. Mal sehen. Aber, ja. Ich habe heute auch das passende Shirt an. What doesn't kill you gives you XP. Ich bin so froh, dass jetzt Feierabend ist. Ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, dass jetzt Feierabend ist. Ah, schön. So, jetzt müssen wir allerdings einen Haken haben. Gibt's, weil ich halt ja immer erst um 18 Uhr nach Hause komme und ich noch kurz überlegen musste, ob ich das jetzt mache. Muss das Spiel leider gerade noch runterladen. Also es ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen zusammen warten. Hab das Shirt schon mal gesehen. Gefällt mir mega. Cool. Hast du das wo hast du das denn gesehen, das Shirt? Bei mir oder bei irgendwem anders, oder? Hallo, Great Shogun 89. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen guten Dienstag. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr Lieben. Es ist schön, jetzt wieder hier zu sein. Und, ich bin so gespannt auf Pokémon Schild, ne? Ich bin so gehypt. Ich habe nur vielleicht mal ganz kurz zu der Entscheidung, warum jetzt Schild und nicht Schwert. Ich habe das jetzt gerade so ein bisschen spontan aus dem Bauch heraus entschieden. Ich war halt erst so am Gucken, was jetzt für Pokémon wo zu kriegen sind. Und ich meine, theoretisch kriegt man wohl in beiden Editionen alle, aber dann über Umwege. Und ich habe mir dann halt gedacht, okay, was spricht mich denn so spontan an? So habe ich das früher auch immer gemacht bei den alten Editionen. Habe ich dann überlegt, okay, was holst du dir jetzt? Und ich fand halt einfach dieses Galar, also das ist ja die Region, in der dann Schwert und Schild spielt, irgendwie sehr schön in einem europäischen Stil, werden wir gleich sehen. Die Galar-Variante von Ponita und Galoppa sieht halt einfach mal aus wie so ein buntes Einhorn und das fand ich so genial und deswegen muss ich ein Schild haben. Lauchzelot und Porenta haben wir dann leider nicht.
Das ist nur in schwer zu kriegen. Aber wie gesagt, ich glaube, man kriegt die dann auch über Umwege. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob wir dann auch wieder über Pokémon Go das übertragen können. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob das geht. Mal gerade gucken. Pokémon Go zu Schwert. Aha. Also Pokémon Go wird nicht möglich sein, mit Pokémon Schwert und Schild zu übertragen. Okay, schade. Aber über Pokémon Home geht's dann natürlich. Gut, ist ja zu überlegen, wenn man dann so voll der Pokémon-Freak wird. Ich weiß nicht, was sich entwickelt aus diesem Spleen. Ich kann es nicht sagen, aber falls ich halt voll ausraste, hole ich mir dann vielleicht auch noch Pokémon Home, um dann halt hin und her tauschen zu können. Mal sehen. So, sieht Galoppa denn so ähnlich aus wie Galadriel, freudscher Versprecher deinerseits? Okay, habe ich mich versprochen, ich weiß nicht. Aber ja. Ach so, wegen der Galar-Region. Das Galar-Galoppa. Genau, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Genau, und ich hatte ja erst überlegt, also weil Pokémon Let's Go damals war ja so eine Entscheidung, also so ein No-Brainer für mich, weil es halt einfach neu gemachte Varianten von den allerersten Editionen waren und ich die ja damals gesuchtet habe auf meinem Game Boy Pocket, auf meinem roten. Hattet ihr eigentlich auch einen Game Boy? Und wenn ja, erzählt mal, welche Farbe und welche Version. Ich hatte auf jeden Fall einen roten Game Boy Pocket, den habe ich auch noch. Ich hatte dann eine Freundin, die hat einen Game Boy Color gehabt. In lila, das weiß ich noch. Den ganz alten fetten, den hatte ich nicht. Da war ich dann doch zu jung, weil der kam ja 89 raus. Und als ich meinen ersten bekommen habe, kam halt gerade so der Game Boy Pocket raus. Ich erinnere mich auch noch an den Werbespot dazu. Mit dem Typen, der sich das dann hinten in die Hosentasche steckt. Ich glaube, das war so eine Art Fabrik oder so, soweit ich mich noch erinnere. Hallo Tierdieb, hallo, hallo, einen fröhlichen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, Classic Game Boy, der Ziegelstein in Grau, aber ich habe ihn geliebt. Ist offiziell zu alt. Ja. Game Boy Advance, den hat mein Stiefvater in einem Hotelzimmer gefunden, in dem steckt die Yu-Gi-Oh! Worldwide. Ach was! Krass, Timo! Das ist ja mal ein Glücksfund, ey. Nicht schlecht, ey. Ja, ein Game Boy Advance hatte ich dann auch. Das war dann mein zweiter Game Boy. Den hatte ich in diesem durchsichtigen Rosa. Und dann später hatte ich noch mal... Nee, doch. War in dem Rosa, genau. Und am Game Boy Advance war ja so interessant, dass man da nichts drauf erkannt hat, weil der Bildschirm so dunkel war. Und dann hatte ich noch so eine kleine Lampe. So eine kleine, heutzutage würde man sagen USB-Lampe, aber damals war das halt wurde das in den Slot gesteckt, wo dann das Link-Kabel reinkam. Da war dann so eine kleine Lampe mit mit so einer Spirale und dann konnte man oben drauf und dann hat man so ein bisschen was gesehen wenigstens. Es war eine Katastrophe, also der Bildschirm war so dunkel und dann hatte ich irgendwann noch einen Game Boy Advance SP. Der war ja dann hintergrundbeleuchtet und das war, wow, das war richtig flashig. Hab ihn immer noch in Benutzung. Ich fühle dich. Ja, ne? Also ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben beim Game Boy Advance. Also schlimm, schlimm, wie dunkel der ist, der Bildschirm. Genau, und dann hatte ich einen, also ich hatte eigentlich fast alle Handheld-Generationen von Nintendo. Dann hatte ich einen, was hatte ich dann noch? Einen DS Lite hatte ich dann in Weiß. Das war übrigens mein allererster, ja genau,
Das war mein allererster Kauf auf Amazon. Für den Gameboy, für den Nintendo DS Lite habe ich mir damals meinen Amazon-Account erstellt. Das muss irgendwann 2007 gewesen sein oder 2006. Das war, man kann ja auf Amazon auf seinem Account gucken, was man wann gekauft hat, und das müsste mein allererster Kauf gewesen sein. Ja. Hallo Fragilities! Dankeschön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? So. Freut mich bitte wie voll, dass ich dich für gute Musik, in diesem Fall Fear Not This Night, begeistern konnte. Fear Not This Night. Na, 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 na. Ja, ja, das ist ein schöner Song. Den habe ich damals auch gefeiert, als ich Guild Wars 2 das erste Mal die Story gespielt habe. Das war schon ein epischer Moment, das Ende von der Story dann, wo der Song dann lief. Richtig cool. Ja, ja. Leute, es ist gleich fertig. Es ist gleich fertig. Software erfolgreich runtergeladen. Dann können wir doch loslegen, würde ich sagen. Ich setze meine Kopfhörer auf, damit ich bloß nichts von dieser wunderschönen musikalischen Untermalung verpasse. Wie gesagt, für alle, die jetzt da sind, ich spiele das zum ersten Mal. Ich kenne die 8. Generation von Pokémon noch nicht. Und ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen was gesehen. So in Videos, aber halt noch nicht so viel. Und ich weiß auch noch nicht, was uns musiktechnisch erwartet und was uns storytechnisch großartig erwartet. Ich weiß nur, dass es diese krassen Mega-Entwicklungen da gibt. Aber sonst bin ich unberührt. Und jetzt starten wir einfach mal und schauen uns das Ganze an. Freu, freu, freu! Pokémon-Hype, ja! Schatzi spielt das dann bestimmt auch mal. Oder Schatzi holt sich dann noch Pokémon-Schild, Schwert, und dann tauschen wir. So, was haben wir denn? Jetzt müssen wir gleich erstmal unseren Avatar wählen. Ich bin ja fast dazu übergegangen, hellhaarige Frauen zu nehmen, weil ich keine braunen Augen habe. Auf der anderen Seite ist das Dunkel auch schön. Das Blond ist irgendwie so ein bisschen so ein Aschblond, ne? So ein bisschen gräulich fast schon. Aber ich glaube, ich finde sie hübscher. Ich finde sie hübscher mit den braunen Augen. Dann habe ich halt braune Augen, mein Gott. Nicht schlimm. Ich hoffe, wenn es das nichts überdeckt ist, sonst muss ich die Kamera einmal irgendwie... Tatsächlich hatten wir das ja auch schon im Stream von Schatzi neulich, dass wir da eventuell Probleme kriegen mit dem Problem, dass irgendwas überdeckt sein könnte. Liked instant, dass die weiblichen Charaktere dunkelgrüne Mützen tragen. Ja. Gibt es nur die Presets oder kann man noch customizen? Ich bin mir relativ sicher, dass man zumindest die Klamotten customizen kann. Wie das mit den Haaren ist, weiß ich jetzt nicht. Sehen wir dann. Also kann ich dir jetzt gerade gar nichts zu sagen, leider. So, wie heiße ich denn? Wie heiße ich denn? Ich heiße natürlich wieder Marlies. So, upsala. Ups. Zu dumm zum Schreiben. Super. So. Und ich bin so aufgeregt, Leute. Ich weiß gar nicht, welchen Starter ich gleich nehme. Ha! So. Die Wahl der Sprache ist endgültig. Sie hat voll den Strick, die Strickjacke an. Und dieses Pink ist auch nicht so hübsch. Das müssen wir dann demnächst mal ändern. Ja, wir spielen auf Deutsch. Und jetzt geht's los. Es geht los. Es beginnt auf YouTube anscheinend. Ich hoffe, es ist laut genug, aber sollte eigentlich. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Okay, du willst mir doch eine Reise dahin verkaufen. Und genau um diese Pokémon geht es hier.
Mal was anderes, ne? Diesmal kein Pokémon-Professor. BTF, was ist das denn für ein Viech? Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte, Pokémon leben überall um uns herum. Wie also. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Ja, Pokémon-Trainer. Ja, ja, ja. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose oder wie auch immer. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs Deleon. Ja, tach, Steve Eric Jordan, hi. Tierdieb schreibt, Alter, ist der heiß. Und passt, voll die Powerlocke, ja. Steve, wie geht's dir? Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern, ich verliere nie. Er hat einen Teppich um. Glurak, Dynamax. Dynamax klingt irgendwie, weiß ich nicht, wie so eine Marke für Fugenpaste oder so, keine Ahnung. Super, und selbst? Ja, mir geht's auch voll gut. Ich habe Feierabend und ich habe mir Pokémon Schild gekauft und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das mein erstes neues Pokémon-Spiel seit Ewigkeiten ist. Ich hatte mir damals halt noch Sonne geholt für den 3DS, aber irgendwie war es nicht so die Zeit einfach. Es war halt die gleiche Zeit, wo auch Pokémon Go rauskam. Und das habe ich dann ein bisschen gespielt. Aber ich war nicht so im Hype. Aber jetzt bin ich wieder im Hype. Und jetzt habe ich Bock. Ja, und das Spiel sieht irgendwie echt schön aus, finde ich. Kann man voll machen. Ding Dong. Gott sei Dank klingt deren Klingel nicht so scheiße wie unsere. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Ist das ein Mann oder eine Frau? Ein Mann, okay. Ein Junge. Hey, Malis, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Ist das nicht eine Switch? Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh, ist das die Mama mit der Latzhose und den Gummistiefel mit den Blümchen drauf? Wie cool. So, der Typ kommt mit einem Eisding gegen Glurak, ja. Schwert und Schild sind sehr gut gemacht. Ein bisschen zu einfach, aber schön. Ja, das glaube ich. Hallo, Seba. Schön, dich zu sehen. Ich sehe, du hast Spaß. Das ist schön. Ja, ja, hallo. Ja, ich habe sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß. Die Mama finde ich hübsch. Ja, die sieht süß aus, ne? Mit dem Zopf an der Seite und so. Hallo, Seba. Wie geht's dir? Ah ja, ich bin total happy. Das hast du richtig erkannt. Das Intro war epic. So. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Malis abholen. Das Match kann sie sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall direkt sehr immersiv dadurch, dass man halt irgendwie auf Augenhöhe da so ist und die Figuren alle sehr menschlich aussehen und nicht so knubbelig. Das finde ich ja bei Schillernde Perle und Strahlender Diamant ein bisschen schade, dass sie da irgendwie aus irgendwelchen Gründen jetzt die Spielercharaktere wieder deutlich kleiner, so ein bisschen wie nennen sich die denn, diese kleinen Figuren, die man auch zeichnen kann? Ich meine nicht Amiibos. Wie heißen die denn? Shibas sind Hunde. Wie heißen die denn? Egal. Auf jeden Fall, dass sie da aus irgendwelchen Gründen jetzt den Stil dahin geändert haben. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde es schön, dass die hier so lebensecht aussehen, sage ich mal. So lebensecht, wie Anime aussehen kann. Ach, immer im Stress kennt man ja, aber eigentlich geht's mir gut. Schön, schön. Chibi, ja, danke, Steve. Okay, dann
Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Hihi. Na dann, ich warte draußen auf dich. Der große Tag in Pokémon ist eigentlich immer, wenn man sein erstes Pokémon bekommt, ne? So ist das doch. So, ich sitze und gucke verträumt hinter Hopp her. Und jetzt stehen wir mal auf. Und jetzt gucken wir... Wow, Leute, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Voll cool. Sie hat ein bisschen ungesunde... Ich sag jetzt nichts, ich bin ja kein Chiropraktiker, aber die Knie sind, gehen so ein bisschen ungesund nach innen. Na gut. Oh, süß. Ein Mann, wie heißt der nochmal? Mampfi oder so? Eine. Das ist die Vorentwicklung von Relaxo. Also wir müssen auf jeden Fall ganz, ganz dringend, ganz bald dieses Kleid, was sie da unter dem Pulli hat, austauschen. Die Farbe, die tut mir ein bisschen in die Augen weh. Ich bin nicht so ein Pink-Fan, um ehrlich zu sein. Sowohl, gilt sowohl für die Farbe als auch für die Sängerin. Ist Hopp eigentlich bewusst, dass ihr ihm ein Schaf hinterherläuft? Das wäre so lustig, wenn er das nicht wüsste. Ich würde so feiern, ey. Mamfaxo, glaube ich. Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, Mamfaxo. Sehr gut. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Boah, Leute, ich feiere das gerade so. Leider habe ich irgendwie einen... Irgendwie so ein Spritzer auf der Brille vom Joghurt heute Morgen oder so, keine Ahnung. So, hier sind viele Bücher und halt, achso, okay, das hatten wir schon. Da ist so ein süßes Körbchen mit so einem Ball drin. Also anscheinend lebt hier entweder ein Hund oder irgend, also es wird wahrscheinlich mal ein Fax so sein. Ein eingebauter Kamin erhält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Oh, so ein schöner Kamin. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Oh. Ob es wohl Pokémon-Comedy gibt? Ja, schön. Ich möchte eigentlich direkt, weiß ich nicht, hier bleiben. Voll das schöne Haus. So, hier ist noch ein Kühlschrank. Können wir den plündern? Der Kühlschrank ist mit vielen leckeren Dingen gefüllt. Ja, hoffentlich auch Ofenkäse. Und jetzt sag nicht, das ist doch ein Ofenkäse und kein Kühlschrankkäse. Ha. Mama. Boah, sie sieht so glücklich aus einfach. Sie ist so eine richtige glückliche Hausfrau und Gärtnerin, glaube ich. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ach genau, so wie meine Mama. Nimm lieber eine Mütze mit, es wird kalt. Oh, das ist dann wohl unser Zimmer. Wie alt ist der Protagonist oder die Protagonistin wohl? Ich würde jetzt schätzen so 13, 14. Dieser Schreibtisch besticht durch sein simples Design. Er hält ein Leben lang. Okay. Und da steht die Switch. In schwarz allerdings. Diese Evoli-Puppe fühlt sich unheimlich flauschig an. Ja. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Ist übrigens immer so gewesen. In allen Pokémon-Editionen bisher gab es am Anfang im Zimmer des Spielers die aktuellste Nintendo-Konsole am Fernseher. Ja, ja. So, ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben hier noch ein süßes, was ist das? So eine Art Mobile oder so. Vielleicht ist es auch ein Fliegenschutz. Und lustige Artworks. Ja, Pokémon-Bettwäsche, wie sich das gehört. Dieses Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. Wie süß das ist. Es ist so gemütlich, dass man im Handumdrehen darin einschläft. Ja, so sollten Betten sein, ne? So sollten Betten sein. Du schnappst dir den alten Beutel deiner Mama. Ach, cool. Ist das der alte Schulbeutel von Mami? Die Mütze ist echt schön, Schatz. Also so von der Farbe her gefällt mir voll gut.
Abenteuerfibel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Ach was. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Nice. Okay, das Menü habe ich jetzt, da seht ihr jetzt das erste nicht, da ist der Beutel quasi hinter meinem Webcam-Bild. Das finde ich tatsächlich nicht so gut gelungen jetzt optisch. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein uninspiriertes erstes Mockup vom Praktikanten oder so. Vor allen Dingen mit dieser hässlichen Rotfarbe da. Aber naja, es ist okay. Wir wissen, was gemeint ist. Ich liebe dunkelgrün Schulranzen. Aber ja, die Kombi mit dem pinken Kleid und der blauen grauen Strickwacke, Wacke vor allem, ist dann doch etwas, naja, grässlich. Ja, Schatzi nimmt solche Wörter nicht so gerne in den Mund. Sie könnten seinen Mund beschmutzen. So. Was haben wir denn? Wir haben einen Trank. Drei Tränke sogar. Wow. Ein Wunder, dass wir diesmal nicht erst irgendwo den am PC suchen mussten. So, Zutatentasche, Basis-Items, Abenteuerfibel und... Oh, wir haben schon eine Angel. Krass. Setzt man sie in der Nähe von Gewässern ein, kann man damit unterschiedliche Pokémon angeln. Ja, krass. Wir müssen uns nicht bemühen um eine Angel, Leute. So, die Abenteuerfibel. Was gibt es denn da zu finden? Ach so, das ist einfach... Okay, ich sehe schon. Das ist einfach nur die Tipps. Dann... Du kannst die Angel nicht über deinen Beutel nutzen. Ach was. Zutaten, Schatztasche, TM-Tasche, Trainingstasche, Bärentasche, Kampftasche, Pokéball-Tasche. Wozu gibt es Seife? Hallo, Niki, beziehungsweise Nicey. Ich weiß leider noch nicht, wie man deinen Namen am besten ausspricht. Aber ich freue mich, dass du da bist. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, Professor Eich, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ja, genau. Genau, wir können ja mal speichern. Okay, der Ort heißt, wie hieß der? Furlongham? Wie cool ist das denn? Furlong oder Furlongham. Also ich würde es Furlongham nennen, weil Furlong, also langes Fell, wahrscheinlich. Aber voll schön, der Name. Karte. Klingt ein bisschen britisch irgendwie, ne? Okay, das ist die Karte. Wir sind, ach, guck mal, die haben sogar tatsächlich, da habe ich gar nicht so falsch gelegen mit den Namen. Brassbury. Schlummerwald. Ach, wie süß. Und es gibt sogar ein Bild. Und guck mal, oben links, seht ihr jetzt leider nicht, gibt es sogar einen kleinen Questlog. Damit kann man gucken, was gerade die aktuelle Aufgabe ist. Was auch irgendwie cool ist, ne? Das gab es bisher auch noch nicht. Beide Aussprachen sind Legend. Okay, wegen den Schafen. Definitiv an Gameboy angelehnt. Gameboy. An Großbritannien angelehnt. So. Route 1. Route 2. Ja, ich bin ja mal richtig gespannt, ey. Treffpunkt. Bisher, die Karte, ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen klein. Oh, WTF. Okay, ich wollte gerade sagen, die Karte sieht ein bisschen klein aus. Ich nehme das mal zurück, ne? Krass, Leute. Wie heißen denn die anderen Städte? Spikeford? Claw City? Passback? Wie spricht man das denn jetzt aus? Ich weiß, dass man das es da nicht ausspricht.
Wie ist das denn nochmal bei... Ich weiß nicht. Wie spricht man es denn nun aus? Worcestershire-Soße. Worcestershire-Soße. Worcestershire-Soße, ne? So wirst es richtig sein. Oh Mann, ey. Score City. Ja, krass. Tja, wer kennt das großartige Land Gameboy nicht? Einstellung, okay, die gucken wir jetzt nicht alle durch, glaube ich. Textgeschwindigkeit ist prinzipiell eigentlich 3 immer ganz gut, aber... Aber vielleicht ist zum Mitlesen auch 2 besser? Ich weiß nicht. Ja, Animation machen wir auf jeden Fall an. Spitznamen, Frage. Ja, Bewegungssteuerung aktivieren. Pokécamping, okay. Horizontale Kamera. Okay. Dann haben wir uns jetzt hier schon mal die ganzen Optionas angeguckt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal los. Find lustig, wie, wie die Tasche hinten auf dem Rücken rumschwabbelt. Sehr schöne Map auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hallo Niki Barbaro. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Hast du einen guten Dienstag gehabt? Ich freue mich ja immer noch so, dass du durch den PlayStation-Bot jetzt auch eine PS5 hast. Voll gut. So. Na dann. Haben wir schon in den Mülleimer geguckt? Man sollte immer einmal in den Mülleimer gucken. Geht nicht, okay. Hier kommen wir nicht raus, wir können nur in die Richtung raus. Es gibt einen Ladebalken. Es gibt einen Habt ihr das gerade gesehen? Es gab einen Ladescreen. Krass. Wie schön dieses Haus einfach aussieht, oder? Mit den ganzen Efeu und so. Und er winkt einfach wie so ein Verrückter. Oh, hallo, Knospi. Hallo. Wie süß du bist. Knospi ist echt voll süß. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass die Mama Gärtnerin ist. Absolut. Briefkasten. Boah, diese Spiele, die machen mich aktuell so glücklich einfach. Und ich habe gerade ihre Animation gesehen, wie sie die Treppe runtergelaufen ist. Das sah voll geil aus. Ja, hatte ich. Und du, ihr? Ja, war entspannt. War einigermaßen, ja, gut. So einigermaßen, ja. Voll schön. Ich mag Efeu ja nicht so sehr. Also eigentlich gar nicht. Efeu ist ja auch böse. Efeu, wobei, stimmt gar nicht. Nicht nur, aber es kann dem Baum auf jeden Fall schaden. Gerne, gerne, Niki. So, das Schaf hat übrigens Zöpfe. Voll süß. Wow, was ist denn das für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Hehe. Aber deine komische Butterbrotdose auf, oder was ist das da? Oder so ein Werkzeugkoffer auf dem Rücken ist besser, oder wie? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Boah, ist der witzig. Schau mal, ein Wolli. Was macht es denn da? Okay. Es hat die Käfigkrankheit oder so. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an mit dem Pokémon. Dort ist nicht zu spaßen. Wolli. Iva. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Smarties. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Ich habe keine Ahnung, was ein Viscora ist. Aber ich werde es wahrscheinlich rausfinden. Efeu lockt Wespen an. Und ich hasse Wespen. Also von daher mitgefangen, mitgehangen. Was wollen denn Wespen mit Efeu? Das habe ich ja auch noch nicht gehört. Und wieder was gelernt. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Was ist er denn? Was hat er denn immer mit seinem großen Beutel? Hat er selber keine großen Beutel? Oder warum muss er immer auf unserem rumhacken? So. Hallo.
Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten kämpfen, auch auf Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Und er steht hier einfach rum, um das jedem zu sagen, der hier vorbeikommt. Voll schön, diese Stadt. Guck das mal an, wie liebevoll das gemacht ist. Ich raste gleich aus. Hops zu Hause. Schafis! Huhu, Malis, schau doch erstmal bei ihm, bei Hopp zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Ja, sie haben den Jungen da hingesetzt, damit er sagt, dass ich erstmal zu Hopp gehen soll. Ich will aber nicht zu dem, ich mag den nicht. Ich mag ihn nicht so gern. Kann ich hier nicht meine Angel auswerfen in diesem Teich? Das wär's. Dieser Grill hat schon gute Dienste geleistet. Er ist mit einer schmierigen Fettschicht überzogen. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh, ist das hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Ich sitze schon wieder nicht in der Mitte. Schlimm ist das. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Malis ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Malis? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Das ist doch der, den wir da eben im Fernsehen gesehen haben. Oder in dieser Übertragung. Ja. Gucken, gucken, gucken. Hallo. Nett, dass du mitgehst, Malis. Grüß mir meinen Delion. So, ich bereite jetzt erstmal alles für unsere Grillparty vor. Grillparty. Geil. Lalala. Dieser riesige Kühlschrank eignet sich perfekt für eine Familie. Und da ist ein Hello Kitty Aufkleber dran. Oder Kühlschrankmagnet. Voll gut. So. Das Haus sieht ja jetzt ansonsten auf dem fettigen Grill wahrscheinlich nicht mehr so geil. Ja. Schnurr. Wieso läufst du denn auf zwei Beinen? Ist ja witzig. Ist das jetzt Mauzi 2.0? Was steht da? Hier stehen einige Bücher, die über den Champ geschrieben wurden. All diese Pokale und Trophäen gehören dem Champ. Boah. Auf diesem Fernseher läuft garantiert jedes Match des Champs. Okay, er ist eindeutig der Lieblingssohn. Hallo. Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Ja. So, und hier ist noch so eine komische Tasche. Und dann können wir ja nach oben gehen. Catmon. Voll fett. Hallo, Omi. Delion ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Boah, gibt's ja nicht so viel zu tun, wenn er nicht da ist, ne? Weiter oben im Bücherregal stehen viele komplizierte Bücher für Erwachsene. Komplizierte Bücher für Erwachsene. Okay. Das sieht nach einer beeindruckenden Sammlung an Kappen aus. Ein fein säuberlich gemachtes Bett. Darin hat offenbar lange niemand mehr geschlafen. Und er hat hier irgendwelche Magazine oder Zeitschriften oder sowas. Ein Trainingsgerät, das wohl oft im Einsatz war. Pokémon können es bestimmt auch nutzen. Ja, cool. So, was haben wir hier noch? Das ist dann das Zimmer von Hopp wahrscheinlich. Hier hängen Poster der drei beliebtesten Pokémon der Galar-Region. Okay, das ist einmal Glurak, einmal Machomai und Gengar. Warum auch immer die drei? Also ich finde Gengar und Machomai zum Beispiel ziemlich doof. Aber okay. Das Bett sieht etwas unordentlich aus. Ja. So, da steht auch noch eine Switch. Das ist der Fernseher, auf dem Hopp alle Matches des Champs mitverfolgt.
voll doof, dass der Fernseher, ich meine, der steht so mitten im Raum, man kann gar nicht irgendwie, man muss ja auf dem Boden sitzen, um zu gucken. Naja. Spielst du eigentlich normal durch oder machst du Nuzlocke? Da das mein allererster Playthrough ist und ich mir das Spiel jetzt gerade erst geholt habe und ich noch keine Ahnung von der 8. Pokémon-Generation habe, auch an alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, die das vielleicht noch nicht wissen, werde ich jetzt erstmal noch nicht Nuzlocke spielen. Wahrscheinlich wäre es sogar ziemlich cool, blind direkt Nuzlocke zu spielen, aber ich werde das jetzt mal nicht machen. Einfach weil ich auch mit dem ganzen Spielablauf nicht so richtig vertraut bin. Komplizierte Bücher für Erwachsene. Was könnte das nur sein? Ja, genau. Genau, so. Okay. Oh, voll wholesome alles schon wieder hier. Okay. Hopp ist zum Bahnhof gegangen. Dann können wir doch jetzt wahrscheinlich hier mal den Weg lang laufen. Voll schön auch mit diesen Feldern und so. Schade, dass man die Kamera nicht drehen kann. Alles klar? Dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe jetzt zum Glück meinen Volley, falls mich eins der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Er steht drauf, uns zu sagen, dass wir jämmerlich sind. Also bleib weg vom hohen Gras. Route 1. Es geht los, Leute. Ah, ich bin so aufgeregt. Gleich mal so ein bisschen rumhüpfen hier. So. Ich sehe schon, dass da hinten Auflauf ist. Menschenauflauf. Ich habe ja auch noch Malzbier. Stimmt. Also das ist kein Bier, das ist Malzbier. Immer aus der Flasche saufen hier. Prost, Prost. Okay, wir sollen nicht ins hohe Gras gehen. Was passiert denn, wenn ich ins hohe Gras gehe? Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Okay. Gehen wir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Da, 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 da. Ja, ist ja gut. Hab's ja verstanden. Raspberry. Unsere erste Stadt. Mein Gott. Dieser alberne Umhang. Hallo, Raspberry. Euer Champion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich. Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um meinen Titel streitig zu machen. Okay, das wiederum ist irgendwie sympathisch. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Diese Posen alle. Der ganz rechts ist lustig. Oh. Genau. Aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Der ganz links, der klopft sich auf den Bauch die ganze Zeit. Musste Glurak auch ein Zugticket kaufen? Und musste er während der Fahrt auch einen Maulkorb tragen? Das sind sehr gute und wichtige Fragen, Timo. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es... Da kam plötzlich Wind auf, damit es heroisch aussieht. Dass die Trainer Galars aneinander wachsen, so wie siamesische Zwillinge. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak. Hey, Bruderherz. Ah, hopp.
Na, findet er seinen Bruder peinlich? Nee, er findet seinen Bruder nicht peinlich. Gott, diese Leggings, ne? Ich finde auch irgendwie, sein Outfit ist so seltsam, weil er sieht halt irgendwie aus wie so eine Mischung aus Fußballer oder Footballer, besser gesagt. Footballer eher. Und so ein König, keine Ahnung. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das ist gut 3 Zentimeter mehr. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert ja sicher keinen. Das gesund ist, wenn man seinen Bruder so anhimmelt. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Malis sein. Ich bin Delion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir uns erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Der immer mit seinen Wettrennen. Hopp und seine Wettrennen, sag ich doch. Immer muss er sich mit anderen messen. In Fanfictions ist das okay, seine Geschwister anzuhimmeln. Also manchmal. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Fanfiction gelesen habe. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde. Er hat übrigens Aufkleber auf seinem Umhang. Ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Oh Gott. Ich finde das immer noch so absurd, dieses Konzept, dass Leute halt wirklich einfach nur in der Anwesenheit von Menschen baden. Also so fanmäßig halt, ne? So, da steht jemand und dann kommen da Leute und wollen einfach nur diesen Menschen sehen. Ich meine, mir ging das auch schon mal so. Also früher vor allem, als ich noch viel Fernsehen geguckt habe und wenn man dann mal irgendwie zufällig in Berlin war oder so und dann irgendwie einen Promi gesehen hat, dann war das natürlich irgendwie cool. Aber inzwischen, weiß ich nicht, bin ich da irgendwie ein bisschen rausgewachsen. Da kommt mir das irgendwie alles ein bisschen absurd vor. Hallo, Takeo. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, ich hab mir dann doch noch Pokémon Schild geholt. Ich bin ein bisschen ausgerastet. Aber ich muss auch sagen, dass mein Schatzi mich ein bisschen angestiftet hat, es auch wirklich zu machen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hatte es überlegt und dann aber gedacht, ja, nee und so und ja, ich bin im Moment so im Pokémon-Fieber und ich feiere dieses Spiel schon wieder so, ne? Weil es ist alles so hübsch und es ist toll. Sorry, not sorry. Ja. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes, des einen Wortes, das ich beherrsche. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Und du hast ja nicht nur Schild geholt. Ja, pst. Ich habe mir auch noch Mystery Dungeon geholt, vielleicht, weil ich die Demo durchgespielt habe und total gefeiert habe. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep, das Feuer-Pokémon Hoplo und das Wasser-Pokémon Mamion. Oh, wie süß die sind. Ich muss mir gleich mal die Weiterentwicklungen angucken, bevor ich mich entscheide. Oh oh! Das mag Hoplo nicht. Hoplo ist ein Feuer-Pokémon. Voll das lange Intro für die Viecher. Oh, wie süß! Aber auch traurig. Genug gespielt. Kommt bitte mal wieder her. Oh.
Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Hallo Tüte Kaffee, hallo Dragon Players. Oder kleiner Drache, wie du dich ja immer selber nennst. Oh, was habt ihr denn noch geschrieben, um Gottes Willen? Der Champ kann keine Schnürsenkel stricken, also ist unser Held ihm schon überlegen, genau. Mir hat es auch sehr gefallen. Viel Spaß damit. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß haben, weil ich finde es halt jetzt schon so süß inszeniert und diese schönen Häuser und voll, voll süß einfach. Der kleine Drache wünscht euch allen einen wunderschönen guten Abend. Bin im Lurk, da ich noch zocke. Alles klar, ganz viel Spaß dabei und schön, dass du da bist. Nichts geht über dieser Samenblumanda und Shigi. Ja, natürlich, natürlich. Es sind die einzig wahren. Du hast schon recht. Hydropi. Ja, Hydropi ist auch cool. Und ich bin ein riesen Kanimani-Fan. Ich weiß nicht, ich liebe Kanimani irgendwie. Und wenn wir dann mal Mystery Dungeon spielen, werde ich wahrscheinlich auch wieder Kanimani sein. So. So, Takeo hat wie immer Geschmack. So sieht's aus. So, wähl du zuerst. Ich habe ja schon meinen Volley. Okay, Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie die Entwicklungen aussehen. Oh, Schatz, sie hat mich, glaube ich, was Süßes getwittert. Ja, danke, mein Schatz. No. So, Pokémon Schwert starte. Ach, ich weiß noch, als ich damals Schwert gespielt habe. Impagato ist doch das finale Kanimani. Ja, genau. Hab noch keins von beiden gespielt, nur Awesome Games Done Quick geschaut. Ach, einen Speedrun dazu, ja. Das war auch im Stream und als es vorbei war, da war ich dann gleich doch etwas traurig, dass das Abenteuer rum war. Stimmt, Takeo, du hattest es auch gestreamt, ne? Ich erinnere mich. Oh, 16 Leute gerade. Hallo, hallo. Ich gucke mir gerade die Starter-Pokémon an, weil ich mal sehen möchte, wie die fertigen Entwicklungen dann aussehen. Oh Gott, okay. Die fangen so süß an, ne? Und werden dann so, naja. Oh, Kikalo ist cool. Den mag ich optisch. Die Berlo dann nicht mehr so. Memeon. Fleckleon. Oh, Inteleon ist aber auch interessant. Boah, da kann ich mich jetzt zwischen den beiden nicht entscheiden. Also das Pflanzen-Pokémon werde ich nicht nehmen. Also Gortrom finde ich dann doch ein bisschen zu hässlich. Hier. Kann man es erkennen? Ey! Sorry, Takeo! Ohne die Entwicklung zu kennen, finde ich aktuell rein aufs Aussehen bezogen das Wasser-Pokémon am süßesten. Okay, echt? Ich finde Hoplo am süßesten. Also das Wasservieh ist halt auch interessant. Also Memeon. Weil... Guck mal, die Endentwicklung. Warte mal. Sieht halt aus wie so eine... Wie so ein Lizard. So ein dünner Lizard. Das finde ich eigentlich auch echt interessant. Aber ich bin halt Feuer-Pokémon-Fan. Machst du nichts? Leute, wie entscheide ich mich denn jetzt zwischen Hoplo und Memeon? Nee.
alle drei. Hallo Twitch Nick vor 04. Hopplo Beste. Ja, du ist schon süß. Mann! Voll schön auch, dass die halt so vorab richtig vorgestellt wurden mit diesem, mit dieser Sequenz, dass man die halt mal richtig sehen konnte, ne? Wenn du Hoplo am süßesten findest und Feuer-Pokémon-Fan bist, dann ist das doch eine klare Wahl. Ich finde halt die zweite Entwicklung voll cool. Irgendwie die dritte, wie gesagt, dann nicht mehr ganz so, weil es halt aussieht wie so ein Digimon, aber... Aber das Wasserviech ist halt auch süß. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme das Wasserviech. Ich glaube, ich nehme das Wasserviech. Das Wasser-Pokémon Memmion ist sanftmütig wie ein leise plätscherndes Bächlein. Oh, wie süß. Und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Memmion? Ich glaube, ich nehme das. Weil das ist echt... Ja. Ja! Für ein Feuer-Pokémon kann ich ja dann auch noch ein anderes nehmen. Zum Beispiel das coole Ponyta. Ach nee, es ist ja dann... Hat das dann einen anderen Typ? Weiß gar nicht. Es sieht halt aus wie ein Feentyp. Wahrscheinlich ist es dann ein anderer Typ. Egal. Guck mal, Schatz, du findest es auch voll süß. Und es wird natürlich heißen wie du. Ist das nicht schön? Gibt so viele tolle Pokémon. Ein gutes Feuer wirst du sicher auch finden. Ja. Ich wollte ja statt jo schreiben. Schade, dass man hier nicht noch irgendwie ein Herz oder so dahinter machen kann. Sonst würde ich das jetzt sofort machen. Oder kann man hier so Sonderzeichen machen? Das sieht wahrscheinlich voll doof aus dann mit so einem Herz. Ja. Jetzt war Leiti schon ein Feurigel und ein Memmion. Wir müssen unsere Begleiterlines immer nach uns gegenseitig benennen. Nein, ich mach mal das Herz weg, weil das sieht irgendwie komisch aus. Yay. Es sieht ein bisschen unglücklich aus. Jetzt nicht mehr, jetzt sieht es wieder süß aus. Ja. Ah, du hast dir also Memmion ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Hä, nimmt nicht der Rivale sonst immer... Ach so, er ist vielleicht gar nicht der Rivale, aber der Rivale nimmt ja sonst eigentlich immer das Stärkere. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Na, Hoplo ist schon süß. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Mali sein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Oh, das wollte niemand. Menno. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Lurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So wie ich, nein. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Aber jetzt bin ich beruhigt, dass das kleine, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, auch noch untergekommen ist. Oh, lecker. Jetzt wird hier erstmal gegrillt. Oh, ich will auch so einen Spieß. Chimpep. Das fand ich auch schön, dass alle verteilt wurden. Ja. Gib's zu, Hop. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz, Malis und Memmion haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du sie denn dabei an?
Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Malis und ich Rivalen im Kampf darum, wer deine Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Nö, doch. Ich freue mich schon voll auf unsere Burger morgen Abend. Ja, Schatz, ich mich auch. Ich mich auch. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. Ich sag nichts. In- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Genau. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Yay, unser erster Kampf. Und Wolle Petri wird eingesetzt. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Voll gemein, wir haben nur eins. Aber die sind erst Level 3. Ha. Boah, voll die... Die Musik. Okay. Klaps. Okay. Oh, wie es rollt. Ein Klaps auf den Schafspoppes. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, ne? Klaps auf den Popo, genau. Bist... Oh, jetzt, was habt ihr geschrieben? Bist du bereit für dein erstes... Achso, das mit den Roll Credits. Ja, das ist gut. Ich mag, dass der Soundtrack hier im Game eine dezent rockige Note hat. Ja, das, ne, ist sogar eine richtige E-Gitarre. Hallo, Possi! Winkt und isst vorsichtig, weil Zahnweh. Oh nein! Gute Besserung. Warum hast du Zahnweh? Ich hoffe, weil du beim Zahnarzt warst. Das fand ich etwas seltsam, dass sie Pfund in Klaps umbenannt haben. Ja. Irgendwie, ne? Und nicht, dass jemand hinterher noch, weil es halt so britischen Einschlag hat, dass jemand irgendwie denkt, damit ist jetzt der britische Pfund gemeint oder so. Jo, setzt Klaps ein. Hust? Ja, kommt ab und zu vor. Jop. OMG. Apropos zeitige Credits, hab mir von Far Cry 4 das alternative Ende mal angeschaut. Das war ja crazy. Okay. Ich weiß gar nicht, was jetzt das alternative und was das normale Ende ist. Weil ich seit 6 Jahren nicht beim Zahnarzt war, Angstpatient und mir 3 Zähne fehlen. No. Dann wünsche ich dir ganz gute Besserung, dass das bald wieder besser ist, dass du wieder ordentlich essen kannst und alles. So, Erfahrungspunkte erhalten. 1 Level up. Level 6. Aquaknarre direkt schon. Geil. Nicht so schnell. Ich habe noch einen Arsch im Ärmel. Pokémon-Trainer Hopp setzt natürlich Hopplo ein. Wer hätte es gedacht? Also ich muss auf jeden Fall schon mal sagen, die Pokémon sehen echt süß aus. Also auch echt gut. Optisch echt schön gemacht und im Kampf dann. Und ich bin gespannt, was es alles so für Animationen geben wird. Und ich bin auch gespannt, was es alles so für Pokémon zu fangen geben wird. Es soll ja irgendwie um die 400 geben in dem Spiel, was ja schon eine ganze Menge ist. Und dann...
Hab morgen einen Termin, der Arzt benutzt Lachgas. Ich hoffe, mein Geld reicht. Ah, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Leiti hatte mir mal davon erzählt. Wovon jetzt genau? Ich habe gerade den Faden verloren, sorry. Kampf. Ja, das stimmt. Das hat gut gepasst, dass mein Jo männlich ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei den Startern auch sehr, sehr hoch, dass sie männlich sind. Tatsächlich. Alles klar, dann guten Appetit. So, dann machen wir doch direkt mal die Aquaknarre ins Gesicht hauen. Zack. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja, klar. Was denkst du denn? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. So. Die Musik erinnert vom Style auch ein bisschen an Mario Kart 8 Deluxe, yo. Pff, die hat nur bei Pokémon Meister Lighty abgeguckt, genau. Und wir sind schon Level 7. Das ging schnell. Das Menü ist sehr schlicht gehalten, finde ich. Also es ist halt irgendwie nur zweifarbig und es gibt gar keine, ja, keine Texturen so richtig. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Memion seid echt krass. Ja, das sehe ich aber auch so. Das sehe ich aber auch so, dass wir krass sind. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch ein Sammelspitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Mario Kart 8 hat einen der geilsten Soundtracks. Wusstet ihr, dass der komplett mit einem Orchester aufgenommen wurde? Ah, cool. Von dem alternativen Ende in Far Cry 4 hat Leute mir erzählt. Das beginnt, wenn man zu Beginn auf dem Diktator hört und 15 Minuten am Tisch sitzen bleibt. Ah, okay, jetzt habe ich den Faden wieder. Entschuldige. Ja, cool. Oh, Leute, das war übrigens so ein geiler Moment damals. Ich hab. Erzähl das mal ganz kurz. Aus dem Nähkästchen, als ich noch nicht mit Jo zusammen war, im späten Dezember 2018, hatten wir dann einmal so ein. Da war ich ja bei ihm zu Besuch, da wollten wir zusammen Silvester feiern. Mit einem Kumpel noch und dann haben wir da zusammen am Tisch gesessen und haben über Far Cry geredet und das war auch so ein Moment. Upsala, ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen was weitergedrückt, obwohl ich das nicht wollte. Egal, nicht so schlimm. Über Far Cry geredet und das war Far Cry 4 tatsächlich und das war auch so ein Magic Moment einfach, wo sich unsere Augen getroffen haben und wir einfach gemerkt haben, wow, wir sind beide total begeistert, weil wir halt beide dieses Spiel so gut fanden, also die Geschichte auch und das war einfach so ein Moment, wo sich die Augen ein bisschen zu lange getroffen haben in der Begeisterung. Ja. Hallo Dragonfly, hi, schönen guten Abend, wie geht's dir? Ja, zusammen begeistern konnten wir uns immer schon, ja. Das war echt voll magisch. Ich finde es auch voll schön. Ich habe, als ich ihm das dann erzählt habe, dass ich das so empfunden habe, als wir dann zusammen waren, fand ich es voll schön, dass er sich auch dran erinnern konnte und das auch so empfunden, also so gesehen hat, ne? Ihr kennt das, oder? Wenn man sich so, ja, so dieser Moment, wenn sich einfach die Augen, wenn die Augen sich dann einfach einen Moment zu länger fixieren, als man das normalerweise tun würde. Und dann so ein Wow, wir sind uns echt ähnlich.
Hatte einen tollen ersten Tag, muss aber viel auswendig lernen. Okay. Ach, du hattest jetzt deinen ersten Arbeitstag, ne? Oh Mann, ey. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galars. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Malis. Ich schlag vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt, versteht ihr? Versteht ihr das? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Wie halt voll ausgerastet, ey. Leute, ist halt ein Charmbolzen. Da wäre ich auch verzaubert gewesen. Ja, ne? Oh, das hat mir auch gefallen in Gala, okay. Ja, hatte meinen ersten Arbeitstag nach 7 Jahren und dann Vollzeit. Dazu auch noch, aber noch Kinder und Haushalt, dass der laufen muss. Ach Eva, das schaffst du. Timo schreibt, das kann er auch auf Entfernung. Also ich bin es auch. Oh Schatz, hörst du, alle sind verzaubert von dir. Ja, einschließlich mir natürlich. Cool, heute bin ich 3 Monate Abonnent bei Lightcatcher, hab gerade Nachricht bekommen. Juhu, yay, Glückwunsch. Voll schön. Apropos Abonnent, ich erwähne es nur mal so ganz bescheiden am Rand. Ja, ich wollte es auf jeden Fall heute nicht irgendwie feiern oder so. Das hier ist mein 7. Stream, seit ich wieder angefangen habe. Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig fassen, es fühlt sich auch nicht so an, als hätte ich schon 7 gemacht. Weil jeder Einzelne einfach so großartig war. Und das heißt, dass jetzt nach diesem Stream tatsächlich mein Affiliate-Status freigeschaltet wird. Und das heißt wiederum, dass wir auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit haben, dann Emotes zu machen, zu tun, zu reinzupacken. Und ja, und das ist schön und ich freue mich darauf. Und ja. Ja, Mann, mit dem nächsten Stream wird Malis dann auch Affiliate sein. Ja. Ja, ja, so ist das. Ich bin gespannt, wie das wird. Aber ich, wie gesagt, ich habe jeden einzelnen Stream bisher so unfassbar genossen. Es war so schön mit euch. Und ich, wie gesagt, es fühlt sich überhaupt nicht so an, als hätte ich jetzt schon 7-mal gestreamt. Ehrlich gesagt, fühlt sich so an, als wäre der erste Stream erst gestern gewesen. Und ich bin echt gespannt, wo das alles noch hinführt. Ja, so können wir das. Oh, Timo! Count me sub. Ich bin echt gespannt, wo das alles noch hinführt. Ja, weiter geht's! Ich möchte halt auch so gerne tatsächlich dann mehr als nur einmal die Woche streamen. Also ich möchte eigentlich gerne 2 feste Termine machen, wenn das irgendwie geht. Ohne mich völlig zu überarbeiten. Weil ich ja, wie gesagt, ich habe ja nun auch, so wie ja viele Leute, einen Vollzeitjob mit 40 Stunden plus 5 Stunden bin ich dann noch auf der Arbeit zusätzlich, weil ich dann nochmal eine Stunde Pause ja machen muss. Ist ja auch gesetzlich so vorgeschrieben. Das heißt, ich bin dann 45 Stunden nicht daheim und ja, das ist alles immer so ein bisschen schwierig unter einen Hut zu kriegen. Aber ich schaffe das. Wenn es jetzt ein bisschen entspannt bleibt auf der Arbeit für mich, was ich hoffe, wo ich auch aktuell sogar schon zu hoffen wage, dass das klappt, dann werden 2 Termine auf jeden Fall gehen. Unter der Woche und dann vielleicht auch noch einen Termin am Wochenende mal zwischendurch, wenn man dann Lust hat, mal kurz. Also es muss ja auch nicht lang sein dann, aber dass man halt irgendwie, ja, eine gewisse Kontinuität hat und auch ein bisschen mehr schafft einfach. Das würde mich echt freuen. Cool, dann kann ich dich nächsten Monat abonnieren. Freue mich. Yay! Robert Emotes incoming. Robert! Ruft überhaupt manchmal Mallorca. Robert! Robert Emotes. Ja! Robert! Da ist er.
So, jetzt aber weiter. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Mardis. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag dem der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Was? Eine Professorin? Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ich habe so einen lieben Mann, liege im Bett, um mich auszuruhen, und er bringt mir einfach was zu trinken und ein Körnerkissen für meine Beine. Oh, das ist echt lieb. Alle mal Evas Mann loben. Hashtag Evas Mann loben. Ja. So. Sehr schön. So, gibt es denn jetzt hier noch irgendwas? Die Küche ist immer picobello sauber. Jo. Ist hier noch irgendwer? Nee, wir waren ja auch schon überall. Gehen wir wieder runter. Wie wir alle auf eine andere Groß-Klein-Schreibweise gesetzt haben. Die Legende von Hopp beginnt hier. Soll Dankeschön sagen. Yay. Ich überlege seit einigen Stunden, welche Emotes ich wohl gern haben wollte, aber so wirklich auf etwas komme ich nicht. Och, das kommt dann mit der Zeit schon noch. Also ich hatte auch erst so, ich meine, ich war mir schon ziemlich sicher, dass ich das mit dem Stream auf jeden Fall länger machen möchte und hatte jetzt auch nicht direkt am Anfang eine Idee und dann hatte ich irgendwann gedacht, warum eigentlich nicht Robert? Ich wollte auch anders sein. Ja, genau. So, okay. Ist denn jetzt hier noch irgendwas in die Richtung? War nichts mehr. Dann können wir jetzt eigentlich Richtung Stadt. Huch, was war das denn? Na, jetzt hat wohl das Wolli doch noch durchs Tor sich durchs Tor katapultiert. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Marlies? Oh nein, das Tor ist offen und das Wolli ist spurlos verschwunden. Naja, das hatte sich ja am Anfang schon angekündigt. Es hat vorhin noch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, da ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Marlies? Retten wir das Pokémon! Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Marlies, jetzt wird rangeklotzt. Ich will bei mir viele kleine Drachen haben. Lauter kleine Drachen zum Kuscheln und Liebhaben. Oh, süß. Na los, wir müssen den armen Pokémon helfen. Dann gehen wir doch mal in den Wald. Der Schlummerwald. Wow, die Musik. Hallo, Wolli. Mist, wo ist es bloß hin? Alles klar, Eva, dann ruh dich schön aus heute Abend. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Nebel muss verdichtet sein. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Boah, die Musik ist echt schön, Mann. So, jetzt dürfen wir ja auch ins hohe Gras. Wow, und da kommt auch schon der erste Kampf. Und es ist ein Raffel. Ein pausbäckiges Eichhörnchen. Aus, als hätte es Nüsschen in den Backen. Der klimperige Synthi klingt nach so einem typischen Intro für einen 90er-Jahre-Love-Song. Raffel ist so witzig. Ja, irgendwie schon, ne? Okay, dann wollen wir mal.
Die Musik ist echt so ein bisschen retro, ne? So. Moment, haben wir denn eigentlich schon Pokebälle? Ja. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich schon Pokémon fangen kann. Nö. Die Musik ist echt spannend. Voll gut, hier lauter Pokémon zu sehen, den man noch nie zuvor gesehen hat. Ja, ne? Das hat echt was Spannendes irgendwie. 37 Zuschauer, WTF? Hallo? Wo kommt ihr denn alle her plötzlich? Hi, schönen guten Abend. Posse, ich habe einen Remix vom Waldthema als Hintergrundmusik für meine Pokémon-Streams. Ich mag den Track. Ja, der klingt echt cool, auf jeden Fall. Dankeschön für den Host. Ich habe, achso, okay, ist bei mir auch nicht schwer. Ja gut, Schatz, stimmt schon. Du bist halt noch so, du bist noch so unberührt, was das angeht. Es ist so schön. Hallo. Geht es deinem Memeon gut? Komm, ich mache es schnell wieder fit. So war's, das war's schon. Weiter geht's, jetzt wird rangeklotzt. Dieser Wald sieht echt cool aus, ey. Und diese Brücke, WTF. Das ist alles so schön, ich raste auf. Aber ja, Posse, als Pausenmusik kann ich mir das echt gut vorstellen. Und was bist du? Ein Mikro. Ein Mikro-Management-Pokémon. Anspannung von Mikro wirkt. Okay. Schade, dass wir noch nichts fangen können. Ach, die ersten Minuten in so einem Pokémon-Kampf sind doch eigentlich immer die... in so einem Pokémon-Spiel sind doch eigentlich immer die spannendsten. Info. Okay, hier kann man theoretisch Infos sich angucken. Wenn man denn welche hat. So. Neun EP, wie süß. Die sie hier so durchschleicht. Lustig. Oh oh. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Also bisher ist das Spiel ja echt schön inszeniert, ne? Also wir haben bisher irgendwie voll viel Story schon gehabt. Es ist wieder ein Raffel. So, wir kämpfen. Moment, warum ist das eigentlich effektiv? Ach nee, ich wollte gerade sagen, warum ist es sehr effektiv, aber ist es gar nicht. So. Beeilung, Marlies. Ich mache mir riesige Sorgen um Rolli. Hetz mich nicht. Wow. Ist das nebelig. Es hat fast was von Silent Hill hier. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Voll gruselig. Was passiert jetzt wohl? Wow. Was ist das? Ja.
dieser Ruf. Viel Spaß. Okay, die Musik klingt aber auch geil. Nerdfact: Attacken sind 50% stärker, wenn sie derselbe Typ wie das einsetzende Pokémon sind. Okay. Oh Gott, das wusste ich noch gar nicht. Das gilt für beide Typen, die ein Pokémon haben kann. Das nennt man auch Same-Type-Attack-Bonus oder auch kurz STAB. Okay, cool. Kann ich hier noch was lernen? Gut, das interessiert den, glaube ich, weniger. Das geheimnisvolle Pokémon betrachtet euch eingehend. Was zum... Die Attacke war nicht... Ich habe gerade nicht gesehen, was er sagt. Oh, Fitz, kann ich gar nicht mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Marlies? Ups, ich wollte gar nicht heulen. Tja, der Angriff zeigt keine Wirkung. Die Pokémon-Professoren am Start, genau. Erinnert mich an London, an die alten Edgar Wallace-Filme. Da ist auch immer so dichter Nebel oder an The Fog, Nebel des Grauens. Stimmt, ja. So. Was war das für eine geheimnisvolle Begegnung mit diesem Wolfilein? Jetzt ist die Musik wieder voll peaceful. Hopp. Marlies. Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt vom Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich doch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Und da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir überhaupt hier. Mäh. Dem geht's gut, wie ihr seht, aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach losstürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Nebel lernt mich immer an Fahrschule. Der Wichser ist Kult, ja. Es ist halt heute immer noch so witzig. Yep. Ja, sind sie wirklich. Die Filme sind großartig. Großartig witzig. Ja, zum Glück gehen erst nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment. Welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde es alles durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Das erinnert mich an X-Faktor. Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher rauskommt. Delion hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Wenn Matta beim Zocken einschläft, ist das auch der Schlummerwald bei den ganzen Pflanzen im Hintergrund. Ja, meine Pflänzchen. Ich wette, du hast eine Menge Sauerstoff. Den brauche ich auch immer zum Meditieren. Oder scheiße, ich meditiere ja wirklich. Schön morgens immer hier. Vorhin schon kurz erzählt, ich habe jetzt eine Morgenroutine. Die ist ziemlich lang.
Aber die funktioniert echt gut, dass ich morgens auch Lust habe aufzustehen. Bisher zumindest. Mal sehen, ob das auch so bleibt. Aber da ist auch auf jeden Fall Meditation mit drin und Zocken. Ich sollte nach jeder Runde League of Legends meditieren. Ja, besser ist das. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. So, dann gehen wir mal in dieses wunderschöne Haus. Und jetzt sind hier zwei Knospis schon. Oh, ich will auch so eins haben. Ich stecke mir einfach eins in die Tasche, das merkt doch keiner. Als Schatzi und ich neulich wir waren ja in Hamburg und wir waren im Zoo Hagenbeck. Ein unfassbar schöner Zoo übrigens, kann ich nur empfehlen. Und Tierpark Hagenbeck heißt es. Und ich habe halt bei jedem zweiten süßen Tier gesagt, da stecke ich mir einfach eins in die Tasche. Merkt doch keiner. Powerwash Simulator, beste Meditation. Hallo Danxa, schönen guten Abend. Nur nach jeder Runde, manchmal müsste ich da alle 10 Minuten meditieren. Der Wichser ist von dem gleichen Regisseur wie bei den alten Edgar Wallace Filmen. Das wurde mal von Pastelfar gesagt. Der alte Regisseur hatte die Idee mit verwirklicht. Ah, das wusste ich auch nicht. Krass. So, da ist mein Faxo am Schlafen. Und dann gehen wir mal zur Mutti. Mem! Oh, wie klein es aber ist, ne, das Memmion. Oh, das ist ja mein süßes Memmion. Ich wollte nach Brassbury, um euch ein Pokédex zu besorgen. Ne, ihr wollt nach Brassbury, um euch ein Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Delion hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meine große Tochter. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Memmion. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Mem. Und du, Memmion, pass mir gut auf meine Malis auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendetwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Na, oh, liebe Mutti, die guckt so süß. Oh, Memmion sieht so aus, als könnte es eine Pause gebrauchen. Rührt euch kurz aus. Ich habe auch eine Morgenroutine. Ich stehe so spät wie möglich auf und mache mich innerhalb von 10 Minuten fertig, bevor ich aus dem Haus zur Arbeit hetze. Das habe ich halt die letzten 4 Jahre auch gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, dass es echt mir nicht gut tut und ich dann irgendwie auf der Arbeit auch nicht gut ins Arbeiten komme und ja, den Tag etwas entspannter und positiver zu starten, hat mir auf jeden Fall bisher gut geholfen. Aber ich bin auch erst bei Tag 2, morgen dann bei Tag 3, also mal sehen. Ich habe nämlich jetzt so eine App, also jeder, der das so ein bisschen verfolgt hat, was ich online mache in letzter Zeit, es ist so, dass ich hier eigentlich hier auch auf Twitch nicht nur Gaming machen möchte, sondern, also mir ist super wichtig, dass die Zuschauer auch was mitnehmen, also dass wir uns halt auch über Themen austauschen, dass ihr Raum habt, um euch mit mir zu unterhalten über alles Mögliche, was euch bewegt, nicht nur Gaming. Und für mich ist zum Beispiel das Thema Selbstfindung extrem wichtig. Dazu habe ich mir jetzt eine App runtergeladen, die hatte ich schon mal und ich habe jetzt wieder angefangen damit. Und zwar heißt die Moodflow, da kann man nämlich seine Stimmung tracken in einem Kalender. So sieht das dann aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Naja, nicht so gut. Auf jeden Fall kann man da dann seine Stimmung tracken mit verschiedenen Farben und so und kann dann auch, da kann man dann eben auch so eine Routine erstellen und kann die dann starten und kann man dann, wie lange halt was, welcher Schritt dauert und ja, kann dann quasi auch die Stimmung tracken mit so einem und dann hinterher die Statistiken auswerten und sowas habe ich sehr viel Spaß, beziehungsweise mag ich es einfach zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Auch um so etwas soll es dann auch auf meinem Blog gehen, unter anderem von meiner Webseite. Und auf Instagram habe ich tatsächlich auch schon so ein, zwei Posts dazu veröffentlicht. Nur mal so nebenbei gerade kurz, kleiner Exkurs für alle, die das vielleicht auch interessieren könnte.
So, mit Pokémon an deiner Seite ist keine Reise zu weit. Und wenn es ihnen gut geht, kommt auch dein Lächeln von ganz alleine. Stimmt's? Ja. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass für mich Gaming unfassbar gut ist und wichtig ist tatsächlich. Also Spielen im weitesten Sinne, also das irgendwie in meinen Tagesablauf zu integrieren, dass mir das, also dass das literally nicht nur schön ist, sondern mir auch hilft, mich besser zu motivieren und etwaige Stimmungstiefs abzufangen, die auftauchen können. Also ich bin da wirklich sehr empfänglich für. Also wenn ich dann merke, okay, mir geht es jetzt vielleicht gerade nicht so gut, dann so eine kurze Spielsession lege ich dann ein und dann geht's eigentlich wieder. Also meine Morgenroutine: früh aufwachen, dann genüsslich duschen, einen Kaffee machen und dann erstmal still im Wohnzimmer sitzen und versuchen, nichts zu tun und zu denken. Das klingt toll. Das klingt sogar ziemlich ähnlich wie meine Morgenroutine. Also meine startet mit, ich kann es ja mal gerade sagen. Ach, kann ich das hier? So. Also sie fängt an mit Kaffee kochen, beziehungsweise Tee kochen und trinken, dann 15 Minuten zocken, dann meditieren. 10 Minuten mit Headspace, dann 30 Minuten Bad und dann Essen vorbereiten und einpacken und dann zur Arbeit fahren. Das ist jetzt so erstmal eine ziemlich simple Morgenroutine, aber was mir halt wichtig ist, ist mir Zeit zu nehmen für die einzelnen Schritte, dass ich halt nicht, also dass ich halt Raum habe und mich nicht hetzen muss. Und das funktioniert wirklich gut, muss ich sagen. So. Ich habe auch Headspace, ja. Und ich habe aktuell schon das jetzt seit, nutze das jetzt seit ungefähr 2 Monaten und habe auch jetzt, und da bin ich echt ein bisschen stolz drauf, weil ich war früher so unfassbar schwierig, was Routinen angeht und Sachen durchziehen. Und deswegen bin ich da ein bisschen stolz drauf. Habe ich jetzt halt schon 61 Tage, einen Lauf mit 61 Tagen. Und ja. Das ist voll toll. Also Headspace mag ich sehr. Ich habe davor Seven Mind ausprobiert, aber das war dann nicht so meins. Genau, nutzen wir seit dem 2. Juni. Aufstehen, frühstücken passt. Headspace ist großartig, auf jeden Fall. So, hier kommen wir leider nicht weiter. Ihr lieben Leute, bevor wir jetzt hier weiter erkunden, würde ich gerade einmal ein paar Minütchen Pause machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich würde sagen um 20 nach. Ich hoffe, wir können dann noch. Dann haben wir 20 nach 9. Dann machen wir auf jeden Fall noch bis 10. Robert TV, yay. Und schauen uns dann auf jeden Fall mal die erste Stadt noch an. Da bin ich echt gespannt drauf. Also, wir machen Pause bis 20 nach 9 und dann bis gleich, ihr Lieben.
So. Ups, falsche Szene. Da bin ich wieder und ich habe diesmal auch nicht vergessen, das Mikrofon wieder anzuschalten. Ich bin total stolz auf mich. Und da ist Robert. Robert sagt auch Hallo. Nein, also ich finde es total schön, dass so viele Leute heute schon wieder da sind und es ist wieder so ein schöner Stream. Ihr macht mich einfach glücklich. Kann es eigentlich einen schöneren Feierabend geben? Nein, ich kann mir keinen vorstellen. Außer vielleicht morgen, wenn es Burger gibt und wir Divinity weiterspielen, Schatzi und ich. Darauf freue ich mich natürlich auch total. Ja, Robert freut sich über die Grüße, bestimmt. So. Robert kommt auch immer mit ins Bett und muss dann nachts knuddelig mit Robert. Da sage ich gar nichts. Also da habe ich gar kein Problem mit, das zuzugeben, dass ich das tue. So, ihr Lieben. Dann geht's mal weiter, würde ich sagen. Und wir haben, interessanterweise, jetzt eine Pokémon-Übersicht, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Ach, man sieht das jetzt in groß, okay. Was haben wir denn im Bericht so? Ach so, nee. Ah. Was? Nein! Ich wollte nicht dem Pokémon einen Pokéball geben. Egal. Ja, das sind so die üblichen Sachen. Erhöht die Stärke von Wasserattacken, wenn die KP auf einen gewissen Wert fallen. Wesen pfiffig. Prügelt sich gern. Oh weia. Ich dachte, das wäre so lieb und zurückhaltend. Nun, ich habe ihm jetzt aus Versehen einen Pokéball gegeben. Das nehmen wir, machen wir mal rückgängig. An welche Stelle? Ich möchte das Item gerne in den Beutel stecken. So. Faustdick hinter den Ohren, genau. Mafia-Kröte. Genial. Diese Vorstellung. Geheimgeschenk. Okay. Ah, okay. Übrigens, ich möchte sehr, sehr gerne mit jedem, der Interesse hat, auf dem Server bei Lighty mal Freundescodes austauschen, dass ich nochmal so ein paar mehr Leute auf der Switch dann habe. Das wäre doch was. Tja. Ich brauche auch das Geheimgeschenk für mein Pokémon Go. Huch. Nee, ich will eigentlich hier raus. So. Genau, wir müssen jetzt hopp auf Route 1 treffen. Huch, das ist die Karte. Pokédex haben wir ja noch nicht. Na dann geht's mal los. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Poplo trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Alles klar. Ich bin auch schon gespannt, die Professorin kennenzulernen. Wir hatten ja bisher immer nur männliche Professoren. Und ich glaube, wir haben jetzt auch Pokébälle am Start. Das heißt, wir können jetzt mal Pokémon fangen. Voll süß. Meltern. Okay. Über Geheimgeschenk. Das
muss ich mir alles mal angucken. Mabula, wer ist denn Mabula? Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Viech? Huch. Das ist so eine, weiß ich nicht. Eine Kellerassel oder so. Nee, das passt nicht. Kellerassel passt nicht. Interessanterweise muss man Pokémon jetzt hier wieder normal fangen, ne? Kann das sein? Das wird eine Umgewöhnung zu Pokémon Let's Go. Wir haben unser erstes Pokémon gefangen. Es ist ein Mabula. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir gucken es uns jetzt mal an. Jo, er lernt Klammergriff. Ja, Schatzi, Klammergriff hast du gut drauf. Mabula. Möchte jemand ein Mabula sein? Mabula Rasa. Ich nenne es Mabula Rasa. Kopfkino. Was denn jetzt wieder? Das war jetzt zur Abwechslung mal niedlich gemeint mit dem Klammergriff. Zecke. Jo kann also besonders gut Wäscheklammern greifen. Genau. Faultier oder Koala. Er einfach irgendwie so ganz doll lieb haben. Also wahrscheinlich eher Koala. Das ist doch 1:1 kopiert von einer Zecke. Ja, das kann tatsächlich sein, dass sie das an eine Zecke anlehnen. Raffel! Ein weibliches Raffel. Oh nein! Meine Attacke hat verfehlt. Sowas. Die Dinger mit Hirnhautentzündung. Wie das klingt, als hätten die Zecken Hirnhautentzündung. Oh oh. Jo ist schon ganz schön angeschlagen. Ich glaube, ich gebe ihm gleich mal einen Trank. Nicht, dass es gleich noch aus den Latschen kippt hier. Ja, das Raffel ist halt auch schon Level 5, ne? Ist schon ganz schön stark. Jetzt sollten wir es aber fangen können. Nee, Beutel möchte ich. Chip, 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 chip und chip. Ritter des Rechts. Ja. Da habe ich ja die ganzen Sprachen immer angehört von dem Song. Und am besten hat mir tatsächlich die niederländische Version gefallen. Und zwar wegen dem kleinen Detail, dass sie bei dem Song... auf Deutsch singen sie ja Ritter des Rechts. Also gehen halt so hoch. Und bei der niederländischen Version singen sie halt Rescue Rangers. Und das klingt halt echt cool. Ich mag das voll. Ihr müsst euch mal die niederländische Version von Chip und Chap anhören. Also, von dem Titelsong. Raffaela würde ich es nennen. Okay. Cool. Warum nicht, ne? Machen wir das doch. Also immer her mit Namensideen auf jeden Fall. Immer her damit. D
Gummibärenbande gibt es auch verschiedene Versionen. Das kann sehr gut sein. Es ist so ungewohnt, keine Erfahrungspunkte mehr fürs Fangen zu kriegen. Oder kriegt man welche? Ich habe es noch nicht gesehen. Moment. War die Beleuchtung eben im Wald einfach nur so schlecht oder war das Maiko eben nicht blau, sondern eher so gräulich? Weil das ist jetzt so blau. War das das eben auch? Das war auch blau, okay. Darkwing... Upsala, direkt getötet. Darkwing Duck auf Niederländisch, ungeschlagen. Könnte am Geschlecht liegen. Okay, ja, manchmal haben die unterschiedliches Aussehen, die Geschlechter, das stimmt. Das könnte sein. Hab's mit mir angehört, hast vollkommen recht, klingt besser. Ja, ne? Also es klingt halt dieses Rescue Rangers. Das klingt so cool. Sieht aus wie eine Kohlmeise mit dem gelben Bauch. Upsala. Erstmal das Mikrofon schlagen. Ja. So, gerade gucken. Zwei Paraheiler gleich. Dass man jetzt irgendwie gesteckte Items direkt bekommt, ist auch neu, oder? Und gleich mehrere bekommen. Ich will den noch... Warte mal, ich will mal... Ach, wer weiß. Wir kommen hier ja sowieso nochmal hin, dann kann ich ja gleich... einmal gerade ins Pokémon Center gehen und dann... Ach, hier ist schon wieder ein Auflauf. Ein stärkeres Glurak habe ich noch nie gesehen. Dann gucken sich hier Glurak an. Süß. So, ist das hier vielleicht das Pokémon Center? Nee, das ist irgendwas anderes. Das ist, glaube ich, der Bahnhof, ne? Tut mir leid, aber könntest du wiederkommen, sobald du Zugang zur Naturzone hast? Ach, das ist die Naturzone, alles klar. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Ach, cool. Kann man Tränke und sowas kaufen. Ich möchte aber tatsächlich zum Pokémon Center. Ich hoffe, hier gibt es auch eins. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Ja, das Wunder der Physik. Ornithologe. Ja, ja. Der Ornithologe. Hast du auch die DLCs? Noch nicht. Aber ich werde sie mir definitiv holen, wenn das Spiel mich begeistert. Raffel. Süß. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Cooler Name. Die findest du in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2. Matter, decke mich doch nicht so schamlos auf. Tja. Da ist das Pokémon Center! Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor, auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Okay. Der Champ ist hier. Ja, ich weiß, ich bin schon der Champ hier. Raspberry, diese friedvolle Stadt inmitten der Natur, ist das Zuhause des berühmten Pokémon-Labors. Oh, darf ich da nicht rein? Oh je, mein Wolli liebt Pokémon Center einfach über alles. Mensch, Wolli, du bist doch topfit. Komm, wir gehen nach Hause. Wohoho! Okay, diese Schafe sind schon irgendwie komisch, ne? Die machen komische Sachen. Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Ja! Also, im echten Leben sind Horoskope jetzt nichts für mich, aber warum nicht? Dann verrat mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. April. Habe ich. Oder welchem Tag? 28. Aha, okay. Dein Geburtstag ist also am 28.04., richtig? Ja.
Wenn du am 28.04. geboren wurdest, dann wirst du, also du, was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Wo waren wir gerade? Ach ja, dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Megaglück. Es kann sogar sein, dass du einen legendären Pokémon begegnest. Ha, war nur Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss dann, man sieht sich. Okay. Komisches Fräulein. Das ist ja ein schön böses Hihihi-Matta. Ja, ja. Ich habe auch im April, nur 8 Tage früher. Ja, Mensch, krass. Am 20. Und zack, hat Nintendo wieder Daten gesammelt. Jopp. So sieht's nämlich aus. Die Omas, haben die noch irgendwas? Morgens weckt mich mein Pokémon auf, abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Morgens weckt mich mein Schatzi auf, abends bringe ich mein Schatzi ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne mein Schatzi nicht vorstellen. Eindeutig eine Komplizin von Zuckerberg. Ja. Wenn man mit seinen Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Hier gibt es einen Klamottenladen, Leute. Es gibt einen Klamottenladen. Ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Boah, wie modern das hier aussieht. Gleich mal in die Boutique gucken. Wow. Wow. Ihr habt es hier ja richtig cool. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also die Artikelauswahl hier ist schon etwas kindlich für meinen Geschmack. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Wenn du etwas angezogen hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine kaufen. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Bequemes. Oh, Leute, wir können... Nice, wir können dieses hässliche pinke Teil austauschen. Wie viel Geld haben wir? 31.000. Okay, Kapuzenjacke. Das ist das Teil da drüber. Dann haben wir noch Skinny-Hose in Rot. Dieses komische Kleid können wir leider nicht gegen ein anderes ersetzen, aber wir können sagen, wir möchten gerne ein anderes Oberteil. Diese Jacke finde ich jetzt auch eher nur so semi-hübsch. Oh Gott, Leute, ich kann mich doch nie entscheiden. Okay, wir gucken mal. Also erstmal möchte ich gerne ein vernünftiges T-Shirt. Wir nehmen die Farbe. Oh Gott, wie viele Farben gibt es denn? Um Gottes Willen. Kann ich die auch ausziehen? Nee, das geht anscheinend nicht. Okay. Ach so, ich muss die erst... okay, ich muss die irgendwie erst kaufen. Aber man muss doch auch was anprobieren können. Ohne, dass man es kauft. Na, mal sehen. Kapuzenjacke. Nee, man muss es direkt kaufen. Wenn man sein Pokémon isst, schmeckt alles doppelt so gut. Genau. Ja, Skins und so sind jetzt auch drin. Konsum und materieller Wohlstand sind das Einzige, was in meinem Leben noch einen Sinn gibt. Hahaha, Cold Mirror. Die Werbungsparadiesen sind großartig. Inspiration für viele Sprüche in der Schule. Ja, Cold Mirror ist wirklich großartig. Müsstest du... Ach, in der Umkleide. Okay. Okay, warte. Wir machen Folgendes. Wir gehen mal... Ja, genau. Wir gehen mal gerade in die Umkleide. Ablegen. Ups. Ablegen. So sieht das Kleid dann aus. Okay. Boah, das tut schon richtig weh in den Ohren. In den Ohren vor allem. In den Augen. Streifenshirt, blau. Gibt's auch Hübscheres, ne? Finde ich. So, Strickjacke grau. Wollen wir ja ablegen. Dann haben wir die Skinnyhose. Dann haben wir das hässliche Kleid. Dann haben wir lange Socken. Sieht man ja nicht, weil wir eine lange Hose anhaben. Schnürstiefel, die sind eigentlich ganz cool. Die Tasche kann man nicht ablegen.
Aber das, die Mütze kann man theoretisch ablegen. Wobei die Mütze halt echt cool ist. Irgendwie. Oh, und wir haben theoretisch auch eine Brille. Das würde zu mir passen, wenn ich eine Brille aufsetze. Und dann haben wir noch Handschuhe. In, oh Gott, die sind aber schon hässlich, ne? Nee, die möchte ich nicht. Handschuhe möchte ich nicht. So, ich möchte aber... Okay. Ja. Gut, dann haben wir das schon mal. Das ist ja schon mal besser als nix. Und jetzt gucken wir noch mal, was es gibt. Strickpulli war also Schadensbegrenzung. Ja. Du und ich haben eine ganze Weile jeden Freitag Harry Potter und einen Stein geschaut. Und alle anderen natürlich auch zigmal. Oh, das war auch so geil, als das damals rauskam, ne? Als damals Harry Potter und ein Stein. Das war ja, glaube ich, ganz am Anfang von der YouTube-Zeit war das. Alter, wir haben das auch gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Ich erinnere mich. Ach ja. Ich kann nicht zählen und tu nur so, als würde ich Dinge aufzählen. Genau. Schinken. Ich kann auch schlagfertig antworten. Genau. So. Oh, das Rot. Oh, guck mal, das kann man im passenden Grün. Das ist schon mal schön. Oh, dieses Türkisblau ist aber auch echt schön, ne? Ich finde das fast noch schöner. Okay, warte. Gibt es das vielleicht auch? Das ist echt schön detailliert gemacht, ne? Mit diesen Klamotten. Gefällt mir. Ballonmütze. Strickbarett. Gibt es das auch in diesem schönen... Oder in Orange. Orange könnte auch cool aussehen. Hilfe, ich kann mich nicht, jetzt schon nicht entscheiden. Das ist dieses Türkisblau. Aber ganz schön teuer, die Mützen. Oh Gott, es gibt auch was mit Motiven. Mit Akami drauf. Nein. Wie gut. Und dann mit Skyline. Auch nicht schlecht. Und das ist Potrot, ne? Ja. Curry. Schön, wie Matta sich über Farben freut. Das grüne Schild war für mich rot, das blaue einfach nur blau und nicht türkis. Ach, du hast eine... Oh, du hast eine rot-grün... doch, eine rot-grün-Schwäche. Ja, 30.000, das ist teilweise echt heftig. Schön auf den Preis achten. Ah. Ja, es ist schon teuer, ne? Ich glaube, wir nehmen dann erstmal das hier. Das ist nicht ganz so teuer. In diesem, wobei das Marineblau, das sieht irgendwie... Da, das Türkise wollte ich, genau. So. Ich mag diese Farbe echt gern. So, dann, genau, dann... Oh Gott, so eine Kapuzenjacke, ja. Wir müssen halt... Eigentlich müssen wir das alles ein bisschen anders machen. Wir müssen erst das Shirt jetzt anziehen, damit wir das gleich dann in Action sehen. Das ist ein bisschen doof. So, bequemes Shirt. Blau, genau. Ja. Das ist schon mal echt schön. Und dann... Jacken. Ja, beige kann funktionieren. Boah, dieses Pink, das tut mir in den Augen weh. Dieses Orange ist auch eine sehr schöne Mischung mit dem Türkis. Deswegen hatte ich auch schon gedacht, vielleicht
dann die Mütze in, upsala, die Mütze dann in Orange zu nehmen. Ja, gelb kann man machen, weiß, ja. Wobei ich jetzt tatsächlich gerade dazu tendiere, die Jacke wegzulassen. Ich glaube, die lassen wir mal. So, dann Hose. Ja, da könnte man jetzt wieder Richtung Grün gehen oder halt dieses Orange. Das ist halt auch nicht schlecht. Das passt auch mal sehr schön zu Türkis, dieses Grün. Kleidchen gibt's auch. Röckchen meine ich. Weil Röckchen sind nicht so meins. Jeans. Nee, aber die hat irgendwie eine komische Textur. Bin eigentlich ein Fan von dem Orange. Jo, ich bin Fresh Dumbledore. Komm einfach so durch deine Door. Back from the Underground. Back from more. Ich rappe hier und ich rappe dort. Ich rappe 100 Mal besser als der Dunkle Lord. Meine Cousine, meine kleine Schwester und ich haben ständig daraus zitiert. Ach ja, das waren so die Sachen, die unsere Kindheit geprägt haben, die einfach keiner mehr versteht heute. Die hätten aber alle so denken, hä, was? Was ist das denn? Cold Mirror? Aber jeder kennt sie einfach. Jeder. Ich war ja auch ein ganz großer Fan von Sinnlos im Weltraum. Mit Picard, der immer alle kaputt hauen will. Ich hab's geliebt, ey. Damals hatte sie richtig viele. Ich glaube, damals war sie eine der größten YouTuber überhaupt. So. Okay, wir machen mal das Orange. So. Ach, man kann hier gleich anziehen, was man gekauft hat. Alles klar. Socken. Was haben wir denn noch für Schuhe? Oh Gott, die sind aber auch nicht billig, ne? Und die sind auch echt hässlich, Mann. Nee, wir bleiben bei den Schnürschuhen. Kollege, Schnürschuhe sind wir dann. Rucksack. Oh, okay. Farben passen natürlich überhaupt nicht jetzt zu unserem Outfit, leider. Schade. Bin gespannt. Gibt bestimmt noch mehr Rucksäcke. So, dann haben wir noch die Mütze, die ja leider extrem teuer war. Das mit der Bommel ist schon süß. Nehmen wir denn die blaue oder nehmen wir die orangefarbene? Orangefarbene passt auch gut, ne? Weil das Blau halt besser, ein besserer Kontrast mit dem Braun der Haare ist. Ich glaube, dann nehmen wir das Blau. Ja, gleich anziehen. Auf jeden Fall. So, dann haben wir noch verschiedene Brillen, aber die Farbe, die wir da haben, passt eigentlich schon ganz gut. Oder wir nehmen halt Orange. Eine orangefarbene Brille ist auch gut eigentlich, ne? So, was haben wir denn hier noch für Handschuhe? Ja, wobei, ich mag diese Handschuhe irgendwie nicht. Wir bleiben bei diesem Outfit. Ich bin ganz zufrieden. Okay. Aber der traditionelle Familienrucksack, bester Rucksack. Ja, den tauschen wir auch nicht so schnell aus. Das machen wir nicht.
Hat meine Frau wieder mit einem von euch geschlafen und mir nichts davon gesagt? Bei dem Rucksack in der Höhe stelle ich mir immer vor, wie der bei jedem Schritt gegen die Gesäß klatscht. Ja, auf jeden Fall. So wie damals mit dem Eastpak-Rucksack, der in der Schule auch grundsätzlich immer sehr tief hängen musste. Bei mir zumindest. Genau, Timo, du sagst es. War so, früher mal in den so tief zu tragen. Hat geklatscht. Richtig geklatscht hat es. Und 40 Kilo gewogen, genau. Oh Gott, ja. Es war aber auch... Ich war natürlich auch eins von den Kindern, die einfach zu faul waren, ihre Bücher rauszunehmen jeden Tag und habe dann einfach immer stumpf alle Bücher dabei gehabt. Muss man sich mal reinziehen, das würde ich meinem Rücken heutzutage nie mehr antun. So ein Quatsch. Guck doch kurz in den Adventskalender, wollte ich schon sagen. Guck doch kurz in den Schulkalender rein, was jetzt heute für Stunden sind und pack dir die Bücher rein und raus. Was soll das denn? Ich war damals einfach zu faul, ich hab's nicht gemacht. Same. Sehr gut. Oh Gott, ich auch. Ich hatte halt aber auch einfach Schiss, dass es irgendwie hinterher Ärger gibt, weil ich mein Buch vergessen hatte. Weil es gab Lehrer, die waren richtig eklig, wenn man seine Bücher vergessen hatte. Und dann teilweise solche Schinken, ne? Da denkst du dir auch, ey. Und im Dezember hat Mathe einen normalen Kalender. Danksa hat im Gegenteil nie Bücher mitgenommen. Okay, auch spannend. Man hatte doch auch einen Spind in der Schule für die Bücher. Ja, aber wenn die in der Schule lagen, konnte man ja zu Hause keine Hausaufgaben machen. Das war mir einfach zu viel. Es war mir zu kompliziert. Dann hätte ich die Bücher ja alle immer in den Spind packen müssen und dann für jede Stunde das richtige Buch und dann auch noch nach der Schule nicht vergessen, die Bücher dann mit nach Hause zu nehmen. Nee, das war nicht meins. Trotzdem hatte mir immer irgendwas gefehlt. Ich konnte das richtig gut. Ja, ich aber auch, Takeo. Oh, schön. Oder unterm Pult. Oder das Buch unterm Pult vergessen. Auch so ein Klassiker, ne? Schön das Buch unter den... Und nicht unterm Pult, unter den Tisch. Also die Tische hatten ja früher so Fächer unten noch. Und dann schön das Buch hingelegt und vergessen einfach. Oh. Hausaufgaben macht man nie. Hausaufgaben machen. Ich war ein schlechter Schüler. Damals vor den zentralen Abschlussprüfungen. Was in der Schule geschieht, bleibt in der Schule. Bei den Schulkonzepten meiner Schule gab es zum Glück keine Hausaufgaben. Echt nicht? Auf welcher Schule warst du? Ich will auch rückwirkend in der Zeit nochmal zurückreisen. Oh, da verbirgt sich doch ein Pokéball. Du findest eine Pokepuppe. Eine hübsche Puppe. Sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Yay. Was ich ja voll schade finde, ist, dass man anscheinend seine Pokémon hier nicht aus dem Pokéball holen kann. Guck mal, das sind unsere Pokémon. Voll süß, ne? Mabula Rasa, Raffaela und Jo. Yeah, ich bin happy. Ich finde Zeitreisen ja sehr schwer. Ja, sehr ein schwieriges Thema. Okay. Es gab dafür 2 Schulstunden am Tag, in denen man selbstständig für jedes Fach Aufgaben gemacht hat. Masi89, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön, Dankeschön. Wo kommt der Name Jo her? Das ist eine Abkürzung. Von Schatzi, von Lightcatcher. Lightcatcher heißt Jo. Das ist bei uns auch in der Schule so. Was nochmal? Achso. 2 Schulstunden am Tag, in denen man selbstständig für jedes Fach Aufgaben gemacht hat. Achso, okay. Das war das. Jo ist voll hip. Jetzt hatte ich kurz den Faden verloren. So, was ist das hier für ein Laden? Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Ja, oh Gott, geil. Sinelbeeren, Amrena-Beere und Pirsif-Beere. Ja, nee. Kein Interesse. Ich habe gehört, dass Delion einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Ja, das glaube ich auch.
So. Jo ist voll hip and his hips don't lie. Ja. Recht hast du. Recht hast du. Ich sollte erst denken, bevor ich auf Absenden drücke. Brauchst du hier nicht, Timo. Alles gut. I don't judge you. So. Nice. Ja gut, leider können wir aktuell noch nicht ins Pokémon Center. Hier ist noch. Wir gehen einfach in fremde Häuser rein und gucken da, was da los ist. Zwischen Sania und Delion herrschte früher einmal gesunde Rivalität. Wer ist denn Sania? Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu schieden. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Wie laufst du, Timo? Du nicht, aber den Ruf kriege ich doch wieder weg. Achso, den Ruf kriege ich doch wieder weg. Sie ist da dort gestern. Ach, naja. So. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Ach was. Regelmäßig speichern. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigt das ihre Stärke. Ich bin ja mal gespannt, ob wir hier auch Gen 1 Pokémon... Ich glaube, Gen 1 haben sie komplett rausgenommen, ne? Habe ich quer gelesen. Gibt es in dem Spiel nicht. Erst ab Gen 2. Aber dann freue ich mich auf Gen 2 Pokémon, weil die mag ich nämlich auch sehr gern. Das Haus der Professorin erkennt man auch von Weitem an seinem violetten Dach. Ah, das da hinten. Voll die schöne Landschaft, aber auch, ey. So. Lurak? Stimmt, Takeo. Stimmt, kann man, aber fangen kann man die, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nicht so laut, Takeo. Ist das ein GW2-T-Shirt? Das, was ich trage? Nee, das ist ein, What does kill you gives you XP-T-Shirt? Nein, also das ist kein bestimmtes Spiel. Einfach nur ein cooler Drache. Könnte, finde ich, ein Logo vom Energy Drink sein. Gibt ein paar von Gen 1. Bullpix, Ponita und so. Okay. Gulag. Gulag mit G hinten. So, dann gehen wir jetzt mal gerade noch zur Professorin. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Oh, Glurak kommt von links angelaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herum... Jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Wow, das ist mal eine große Bibliothek. Das Game of Thrones Logo von Haus Targaryen. Ja, könnte auch sein. Lass mich durch, ich bin Heiler, kenne ich auch von dem Shirt in grün. Noch so ein schwieriges Thema. Ein MMO-Tribute-Shirt. Ja, sowas in die Richtung, genau. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Voll, voll, voll! Oh, wie süß! Er sieht auch irgendwie ein bisschen dämlich aus, aber er ist voll süß. Delion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Okay. Aber sie hat hübsche Haare. Und coole Schuhe. Hallo Voldi, na mein Kleiner? Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst.
Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei muss ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Sie hat einen echt großen Mantel, echt großen Blazer an. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Ich muss auch mal gerade noch mal positiv ranten, wie schön das ist, dass man jetzt hier mal wirklich die Leute so aus der Nähe sieht. Und dass die so detailliert aussehen. Es ist voll schön. Ein bisschen Corgi mit drin, ja. Was? Die Tante nennt das Tier Voldi und dann sagt Dalion, dass Corgi-Dingens Voldi heißt? Halt die Wand fest. Ist Voldi die niedliche Form von Voldemort? Vielleicht heißt der Hund Voldi. Soundtrack loben. Ja. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Achso, habe ich schon vorgelesen, Entschuldigung. Nimmst mich mal wieder viel zu ernst, aber weiter im Text. Das ist Marlies, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihr ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Oh, dieser Hund ist süß. Wie es läuft. Sonst noch irgendwelche Wünsche der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Hey, Rotom. Oh. Bzzzt. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Delion natürlich. Rotom ist doch auch ein Pokémon, ne? Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin voll der Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart Rotom zu installieren. Du erhältst einen Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade auf ihrem Haus, in ihrem Haus, ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Der Tipp ist, gib deinem Voldi nicht zu viel Futter. Jo. Job spukt den Diamant und Perl in einem Haus rum in Elektrogeräten. Ach ja. Richtig. Na, du hast es hier aber auch schön. Leute, ich fürchte. Diese Tafel ist von oben bis unten mit Notizen vollgekritzelt. Ich fürchte fast, ich muss jetzt hier langsam aufhören. Ich will gar nicht. Es ist so schön. Aber ich brauche noch ein Stündchen, um wieder runterzukommen und dann auch ins Bett zu gehen. Und ich finde das Spiel so schön. Es sieht so hübsch aus alles. Ich raste aus. Diese Pflanzen werden offensichtlich mit viel Sorgfalt gepflegt. Sie gedeihen prächtig. Ja, ja, ja. Ja, schön. Dann wollen wir mal, ne? Hallo, junge Pokémon-Trainer. Junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Du hältst einen Trank. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Das ist ein Trank. Setz ihn ein, wenn eines deiner Pokémon-Kraftpunkte... Ja, okay, das kennen wir. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht. Ja. Okay, können wir jetzt ins Pokémon-Center? Ja. Sania hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Aber jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Marlies. Er muss mir immer alles zeigen. Er muss alles mansplainen. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Marlies? Nein.
Na, dann muss ich dir nichts mehr erklären. Richtig. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Marlies, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Wieder so ein Hasswort. Ich weiß, ich finde es auch bescheuert. Deswegen benutze ich es, weil es so lustig ist. Ich mich darüber lustig mache quasi. Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst. Und das sogar kostenlos. Ja, schön. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Und gleich gucken wir noch mal ganz kurz in den Pokédex rein. Oh, das ist ja auch süß gemacht hier. Sieht cool aus. Das ist alles so modern und alles in einem Gebäude. Das ist schön. Einen Namen bewerten, eine Attacke erinnern, Attacke vergessen. Okay. Na gut, das ist dann der Shoppes. Aber Pokebälle kann man hier gar nicht kaufen irgendwie, obwohl er welche im Regal hat. Verarsche. Oder habe ich irgendwie was übersehen? Warte mal. Dass es noch irgendwie Kategorien gibt und ich das nur übersehen habe. Nee, tatsächlich nicht. Na gut. Männliche vor allem. Männliche Lehrer, Mansplain ja ständig. Krass, wie man die Originalmelodie noch raushören kann. Ja. Ach Schatz, ich finde es so schön, dass du auch jetzt immer mehr vom Pokémon weißt. Die Melodie jetzt schon erkennst. So, Pokédex, gefangen 3. Empfohlene Pokémon. Ach, guck mal, man kann auf der Karte sehen, wo welche sind. Der hat ja auch einen lustigen Ruf. Oh, Wolli will ich auf jeden Fall haben. Das ist echt süß. Wird seine Haut feucht, ändert sich ihre Farbe. Dies dient ihm zur Tarnung, da man es dann nicht mehr sehen kann. Ach, es ist quasi wirklich wie so ein Chamäleon, ne? So eine Mischung aus Chamäleon und, ja, Lurch, Kaulquappe. Sprache wechseln. Okay. Geht gar nicht. Käfer. Ich glaube, das soll dann eher so ein Borkenkäfer sein oder so, ne? Das Marbuna. Raffel, da ist unentwegt Bärenfutter. Das ist zäher, als es aussieht. Man sieht es oft auf Feldern, wo es nach Bären sucht. Ja, süß. Ich bin happy. Du hast die Aufgabe nicht verstanden. Tut mir leid, aber wenn ich dir das nochmal erkläre, wirft man mir Mansplaining vor. Sorry. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich speichere mal gerade. Und ich sag schon mal vorab, bevor ihr alle entfleucht, es war heute wieder ein unfassbar schöner Stream. Ich hatte so viel Spaß heute, dieses Spiel zu erkunden und mit euch zusammen zu spielen und zu reden. Und wir haben wieder so coole Themen gehabt heute. Und ich hoffe einfach, ihr hattet auch einen schönen Abend. Es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr das Spiel noch nicht kanntet, war es trotzdem spannend für euch. Wenn ihr es kanntet, war es nicht zu wiederholend für euch. Und ich werde das auf jeden Fall weiterführen hier, das Projekt. Ich denke, ich werde dann privat tatsächlich Pokémon Let's Go Evoli erstmal weiterspielen, weil das macht mein Schatzi ja in seinem Stream. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wobei er ja auch gesagt hat, er weiß es noch nicht, ob er es jetzt regelmäßig macht. Aber ich denke, dann werde ich Pokémon Schild dann tatsächlich im Stream weitermachen. Und vielleicht, weil es mir so viel Bock macht, machen wir ja schon am Donnerstag oder am Freitag einen neuen Stream. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Hat viel Spaß gemacht. Okay, was habt ihr geschrieben? Das war wieder voll schön, der Stream. Oh, hat viel Spaß gemacht. Nicht nur ein bisschen. Es war voll toll. Oh, ein toller Stream. Danke für den Stream.
Die Zeit fliegt viel zu schnell, wenn man Spaß hat. Och, ihr seid so süß. Hab das Spiel durchgespielt, find's aber immer schön zu sehen, wie es andere spielen. Gerne wieder. Oh. Man lässt hoffen. Nächster Stream, wohl Donnerstag, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es Dragon Age Inquisition wird. Oh, wow. Schön. Schön, schön, schön. Kommt alle richtig, richtig gut ins Bett heute. Macht jetzt noch was Schönes, kommt ein bisschen runter. Tut was für die Seele, bevor es dann in den Mittwoch geht morgen. Ich bedanke mich für euer Dabeisein und ich liebe diese Community so sehr. Und ja, beim nächsten Mal bin ich dann Affiliate. Krass irgendwie. Naja, ihr Lieben, bis bald und ich hab euch alle voll lieb. Muss man doch auch mal sagen.